wunderschönen guten Morgen. Wir haben heute Montag, den, ich glaube, 5. oder 6.12. Ist heute Nikolausi? Morgen ist Nikolausi, Montag, den 5. Moment. Ich war die letzten anderthalb Wochen zu Hause, ich bin immer noch nicht ganz fit. Ich habe extreme Muskelschmerzen im ganzen Körper, wenn man von Muskel reden kann. Heute Morgen, ich hänge jetzt meinen Dolly dran. Übrigens, bevor ich dazu komme, ich hänge nicht mein Dolly dran. Was habe ich eben gelabert? Ich habe aufs Dolly geguckt. Ich hänge heute Morgen meinen Vierachser dran. So. Dann fahre ich einen Bieper-Auftrag von der A6 924. Zurück nach Landstuhl. Die Klappe noch aufstehen. Hier. Oh, dann fahre ich für einen Kunden in Rodenbach einen Brecher und eine Siebanlage. So. Auch nicht weit, das geht von Weilerbach drüben zurück nach Rodenbach, also nur zwei Ortschaften auseinander. Mal gucken, ob ich den Tag durchstehe. Ich erreiche niemanden. Ich werde jetzt meinen nächsten Kunden anrufen. Oder beziehungsweise ich fahre jetzt erstmal durch die Baustelle durch. Was ist dann hier los? Halt mal, das ist doch nicht mehr normal. Ich fahre jetzt erstmal durch die Baustelle durch, gucke, ob ich vielleicht so den Bagger sehe. Der steht ja dann abholbereit, sag ich mal. Die ganzen Löffel liegen dabei. So sollte er dann normalerweise stehen da. Wie gesagt, ich fahre jetzt mal durch, gucke, ob ich ihn sehe. Wenn ich ihn nicht sehe, rufe ich meinen nächsten Kunden an und fahre den Bagger. Dann muss der halt warten. Ich habe jetzt bestimmt 15 Mal versucht anzurufen. Es geht niemand dran. Wir haben mittlerweile halb acht. Dann kann ich es auch nicht halten. Dann, wie gesagt, fahren wir jetzt erst gucken, wenn ich ihn sehe. Aber wenn ich dann rüberfahre in die Baustelle auf Verdacht, ja, kann jetzt warten. Auch nicht wahre. Natürlich der Falsche. Ja. So. Mal gucken, dass wir hier wieder Scheiben, hier steht ein Bagger, ist er das?
Verfügbarkeit ist es aber nicht. Das ist ein Radbagge. Der Bagger schafft noch. Der Bagger schafft noch. Oder ist er das auch nicht? Das ist ebenfalls ein Radbagger, okay? Alter, was du gemacht? Der Bagger hier. Hier steht ein Kräte. Der Bagger arbeitet noch. Das hier ist er. Ist die Frage, quäle ich mich durch den ganzen Stau wieder zurück? Ich war dann bei dem Kunden, habe zuerst hier diesen Brecher geladen und im Anschluss dann eine Siebanlage. Und das ging beides rüber nach Rodenbach bei dem Kunden aufs Lager. 12.15 Uhr haben wir es. Ich bin hier jetzt leer in Rodenbach. Jetzt fahre ich nochmal zurück auf die Autobahn, gucke, ob der Bagger fertig ist. Heute Morgen war er ja noch nicht fertig. Aber es wurde gebittet und gebettelt, dass der Bagger heute von der Baustelle geholt wird. Ja, und gucken wir mal. Ich fahre jetzt hin, wenn er immer noch nicht fertig ist, fahre ich wieder weg. So, 12.30 Uhr, ich bin endlich an meiner Baustelle oder ich bin wieder an der Baustelle in Kaiserslautern, wo der Bagger stehen soll. Morgen war ich ja schon mal hier, der Bagger war noch am Arbeiten. Ich glaube, das sieht jetzt hier nicht viel anders aus. Der Bagger muss heute weg da, weil morgen wird genau das. Morgen wird schwarz gemacht. Da wo der Bagger steht.
Quälerei. Und hat auch wieder lange, anderthalb Stunden. Anderthalb Stunden hat es jetzt gedauert. So, ich gucke, dass ich hier vorne den Absatz wieder hochkomme, ohne irgendwas mitzureisen. Ja, das wird was werden. Das wird was werden, das ist... extrem knapp hier alles, ne? Ich fahre jetzt noch nach Hause. Ich weiß nicht, ob ich umsatteln soll. Ich glaube, ich sattel um. Dann lade ich unseren R39. Wobei, nee, ich lasse die Fiaxe drauf. Den lade ich noch vor mit zwei Löffeln. Sorry. Mit zwei Schübe. Einmal mit Messer und einmal mit Fähnen. Und dann, der geht morgen früh raus nach Mannheim in das Pharmaunternehmen. Ja, haben wir den Arm gehoben von dem Bagger. Cool. Wie gesagt, in das Pharmaunternehmen, das lade ich heute noch alles vor. Das sollte passen. Ich bin jetzt kurz vor Engelbach, vor meiner Ausfahrt. Jetzt bekomme ich hier laufend die Meldung, Generatorsignal gestört. Ich vermute, meine Lichtmaschine. Oder was? Was soll das sonst sein? Generator ist die Lichtmaschine. Samstag wurde gearbeitet dran, vielleicht wird auch einfach nur vergessen, wieder in irgendeine Leitung richtig anzuziehen oder so. Weil das kommt und geht. Es kommt, dann blinkt es drei, vier Sekunden auf, wobei hier jetzt blinkt es jetzt seit länger auf. Mal gucken, ich war auf alle Fälle, war ich jetzt noch rein in die Werkstatt. Lass da mal gucken. Also ich habe, wahrscheinlich ist meine Lichtmaschine defekt. Sattel jetzt ab, fahre rein in die Halle, beziehungsweise stelle den Tieflader in die Halle und dann fahre ich noch nach Kaiserslautern wieder in die Werkstatt. Ich bin gerade eben dran vorbeigerollt, ne? Egal. Ist jetzt halt so.
So. Das ist aber hart gemacht jedes Mal. Schönen guten Morgen, am Dienstagmorgen. Also mein LKW ist die Lichtmaschine defekt. Der steht in Kaiserslautern in der Werkstatt. Ich bin hier jetzt in einem Vierachser unterwegs, Kipperchen. Ja, habe auch wieder einen bescheidenen Auftrag. Aber gut, zeige ich euch gleich. Mein Ersatzteil kommt heute Mittag im Laufe des Tages so zwischen 14 und 15 Uhr. Also gehe ich mal aus davon, dass ich wieder gegen Abend dann meinen LKW aus der Werkstatt hole. Vielleicht wird er auch gebracht, weiß ich noch nicht. Ja, dann fahren wir heute mal Kipperchen. Ja? Habe natürlich keine Halterung dabei. Kamera habe ich dabei, die Akkus habe ich dabei, Ladegerät habe ich auch nicht dabei. Aber wie gesagt, für die Kamera wieder gar nichts dabei. Knickkopf. Ja, sorry. So, jetzt stehe ich hier bescheiden. Platz in Roggenhausen lade ich Recyclingmaterial und fahre das rüber nach Schweißweiler. Das ist nicht weit zu fahren. Ach, läuft die Rotznase, sorry. aber das werde ich heute 7-8 Mal machen. Schweißweiler könnte ich mit meinem Fahrzeug gar nicht fahren. Vielleicht solo, ja. Aber ansonsten hätte ich da keine Chance durch, also es ist recht eng, ist nicht zu eng, es ist fahrbar, es lässt sich gut fahren, aber wenn ein Fahrzeug entgegenkommt zum Beispiel und dann ist fertig. Mal gucken, jetzt bei der nächsten Tour werde ich das mal aufnehmen, wenn es geht. Muss halt die Kamera in die Hand nehmen. Wie gesagt, ich hoffe, dass das hinhaut. So, bin ja gerade wieder in Roggenhausen, bin hier gerade am Laden. Die Emma, ja. Der Kollege hat sich eine Art Halterung gebaut. Passt alles. Trinken, Arschbecher, gut. Brauche ich nicht. Jo. Ist, wie der Lader hier ranfährt. Das ist mein Fahrwerk heute. Dann bin ich auf Kanal 8. Knallkopfus. Gesagt, ich habe leider keine Halterung dabei, sonst könnte man die Kamera draus hinstellen oder vielleicht sogar an der Kippermache innen drin, wenn ich den Magnetfuß dabei gehabt hätte. Hab's leider nicht dabei.
Fernbedienung, die ist jetzt drauf. Man geht die Plane zu. Kann man das erkennen? Hoff doch. So. Fahrer ist ein geiler Job. Ich fahr mal auf die Waage. So, bin jetzt in der Ortschaft in Schweißweiler. Muss jetzt hier über die Brücke. Immer so eine Sache. Ja, sorry, wie gesagt, ich habe die Kamera in der Hand. Hier fahre ich jetzt links rein. Gucken, dass keiner kommt. Mensch, macht das aus. Ich werde wohl eine Anzeige bekommen. Deshalb habe ich eben kurz ausgemacht. Weil ich Leute gezeigt habe, die durch meine Aufnahmen gelaufen sind. Später nochmal genau fragen. Die haben auf jeden Fall in der Firma angerufen bei uns und haben sich lautstark beschwert. Jo. Mal gucken. Später noch mal fragen zu Hause, was da genau los war, und dann ja, ich werde die Folge rausnehmen. Keine Ahnung. Moment, ich gehe gerade mal wieder runter mit der Kamera. Oder ich muss mir halt dann die Arbeit machen jedes Mal und muss Gesichter verpixeln. So, hier oben muss ich jetzt links rein. Also ob die Kamera stehen bleibt, ich hoffe. Hinter der Mülltonne muss ich jetzt rein. Da muss ich jetzt rückwärts hoch. Entschuldigung. Versehen dran. So. Na komm, Auto, also. Muss ich noch aufpassen beim Kippe mit dem Dach oben. Wenn mein Kipper kommt oder würde ans Dach kommen. Ich glaube, so bleibe ich stehen. Leerlauf. Ah.
Bremse. Noch zurück. Was jetzt? Mein Halledach muss ich noch aufmachen. Jetzt geht sie nicht. Oben am die Arbeitsscheinwerfer am Dach hin an. Ohne dass ich irgendwas gedrückt habe. Fertig. So. War ein langweiliger Tag. Wir haben 16.30 Uhr. Ich habe leer. habe noch ein bisschen Fahrzeug gewaschen. Ein bisschen sauber gemacht innen drin. Meine Fahrerkarte rausgeholt. Mein LKW ist fertig. Der wird gebracht. Ich dachte, den muss ich holen. Auch nicht schlecht, wenn die den bringen. Und dann, ja, jetzt weiter in der nächsten Folge. Dankeschön fürs Zusehen. War eine richtig langweilige Folge, glaube ich. Schade, dass ich meine Halterungen vergessen habe. Wäre bestimmt wunderbare Aufnahmen gewesen, wenn man zum Beispiel den Magnetfuß in die Mulde oben rein gemacht hätte und hätte dann beim Laden oder beim Abkippen, das hätte bestimmt lecker ausgesehen. Gut, ist halt so. Bin halt kein Profi. So, jetzt aber. Ciao, macht's gut, bleibt gesund, haut rein. Bis denn. Tschüss.